das Jahr des Massakers von Sintra. Nichts abhellen. Der schüttelt die Pflaumen. Kurt, sieh bitte nach, warum Fräulein Merigold so überzeugend winselt. Sie braucht wohl was. Heiße Eisen vielleicht. Wo wir von Metall reden. Der Kelch ist aus Silber. Du wolltest prüfen, ob ich kein Doppler bin. Oh, man erkennt den Fachmann doch sofort. Wie erfrischend. Um deine Frage zu beantworten, man kann nie vorsichtig genug sein. Du würdest staunen, wie viele schon zu ranzigem Schleim wurden, die ihn in die Hand genommen haben. Du hast mich immer noch nicht für die Hexe bezahlt. Dabei foltern deine Jäger sie schon. Na und? Du beschädigst Ware, die du nicht bezahlt hast. Der sammelt sie alle auf. Der trägt sie nach Haus. Keine Sorge, du wirst schon nicht mit leeren Händen gehen. Ich zahle dir die doppelte Belohnung für Merigold. Sehr großzügig. Warum? Nun, du lieferst deine Geliebte aus. Das muss wirklich furchtbar sein. Du verdienst eine Wiedergutmachung. Sicher, ich hab Triss gefickt. Aber welche Rolle spielt das, wenn du für ihren Kopf Gold zahlst? Ah, richtig. Fast hätte ich vergessen, dass die Mutationen euch Hexern die Gefühle nehmen. Nein, nicht mehr. Ich kann nicht. Ciao, tapfer Schätzchen. Nur noch ein Fingernagel, dann ist die andere Hand dran. Der isst sie alle auf. Oh, die Schlampe hat mich gebissen. Die Schlampe beißt? Legen wir ihr ein Halsband an, aus dem Meritium. Das dürfte sie beruhigen. Du überraschst mich, Geralt. Vielleicht kommen wir doch ins Geschäft. Du weißt also etwas über Philippa. Aber damit rückst du sicher nicht umsonst raus. Was willst du dafür haben? Ich suche einen Schatz. Gehörte neulich noch Sigi Reuven. Nun, einerseits dem ewigen Feuer dienen, andererseits für Kriminelle arbeiten. Ich arbeite für jeden, der mich bezahlt. Wie eine Hure? Mehr oder weniger. Ich biete nur etwas andere Dienste an. Wo ist der Schatz? Sicher in einer Bank in Kovir. Weit weg. Sicher vor dir und sicher vor Reuven. Ich habe Informationen über Philippa. Ich dachte, die willst du kaufen. Will ich auch. Aber nicht zu jedem Preis. Na schön. Dann befreie Rittersporn. Erst fragst du nach dem Schatz eines Verbrechers, dann soll ich einen lästerlichen Degenerierten freilassen? Und ich hielt dich für einen Mann, ein Wesen mit moralischen Prinzipien. Wir sind nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt. Doch wir müssen uns nicht in allem einig sein, um Geschäfte zu machen. Wir müssen uns gar nicht einig werden. Ich könnte dich einfach zwingen, mir zu sagen, was du über Philippa weißt. Das bezweifle ich. Ganz erheblich. Während ich ein Mann großen Glaubens bin. Wache! Hierher! Tja! Schluss hier! Ja.
was? Noch nicht zu spät, sich zu du wirst
Schon.
Das müssen alle gewesen sein. Es war knapp. Was ist passiert? Ich dachte, Menge hätte den Köder geschluckt. Hat er auch. Bis ich ihn nach dem Schatz gefragt habe. Geralt, wir haben darüber gesprochen. Du hast zugestimmt. Schon gut. Vergiss es. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Schlüssel zu einem Gewölbe? Ohne Adresse? Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne, aber nicht durch den Haupteingang. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Müsste reichen. Ich gehe. Oh. Das solltest du auch. Aber nicht per Teleport. Bis bald, Triss. Herr Reuven will dich sprechen. Ungeduldiger alter Bastard. Nichts. Gehen wir. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Tja,
Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Nein. Dein Gold liegt in einer Bank in Kovir. Hier ist der Schlüssel zu dem Tresor. Sieh an. Könnte ich Orden verleihen, würdest du jetzt einen bekommen. Erspar's mir. Ich will meine Belohnung. Geralt, sind alle Hexer so dreist wie du? Was meinst du damit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Yamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Ich sollte wohl nicht fragen, aber Dijkstra, wieso zur Hölle weißt du das alles? Ich lese alles aus dem Flug der Vögel. Dein Sarkasmus kann ermüdend sein, weißt du? Ich habe noch viel schlimmere Eigenschaften. Glaub mir. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Nie mehr. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. So ist das Leben. Hallo, Hattori. Hallo, Hexer. Warum bist du nicht gekommen? Ich stand da wie ein Idiot. Tut mir leid, mir ist was dazwischen gekommen. Diesmal schaffe ich's, versprochen. Sehr schön. Du erinnerst dich. Beim Kran an den Docks, nach Sonnenuntergang. Also gut. Du kommst mir bekannt vor. Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Bunkers habe. Es stinkt nach Verwesung, menschliches Fleisch. Die haben mein Leben.
Feuer. Preis das ewige Feuer. Das ewige Feuer mag uns beschützen. Aber meine Pizza ist auch ganz. Lass meinen Mann wieder gesund werden. Er ist ein guter Mann, ehrlich. Genug, um den kleinen Satz zu kriegen. Ewiges Feuer. Das muss der Briefkasten sein. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Rettet uns vor dem Bösen! Die Besten nicht... Sehr gut. Zeig doch mal. Verschwendeter Atem. Sieh an, noch ein Mutant. Hallo, Spitzohr. Hast du die Gebühr bezahlt? Entschuldigung. Jetzt nur noch verstecken und warten. Hier würde mich auch ein Blinder sehen. Das beste Versteck. Ein Klassiker. Woher wusstest du... Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich.
Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Reine Neugier. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Du erwartest eine Entschuldigung? Nein. Ich darf aber doch trotzdem überrascht sein, oder? Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Cessna Anges. Du hast heute wirklich deine Krallen gezeigt. So siehst du es also. Ich würde sagen, heute habe ich bewiesen, wie wenig ich mich von diesen Schweinen unterscheide. Ich... Lass uns hier abhauen. Ich will nach Hause baden und trinken. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat?
Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Aber Dudo ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Flickst und zugenäht. Genau, oder ich sag's dem König. Rolling! Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Ich hab ne Flechte! Von mir bekommst du keinen Koffer. Geh weg! Was für ein hübscher Kerl. Verschämtheit! Der Mutant hat gerade noch gefehlt. Rittersporn, ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz, aber wir kriegen ihn da schon raus, keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudo finden. Du musst also Dudo finden, um Rittersporn zu finden, um dann Ciri zu finden? Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche dir viel Glück. Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. Alles Gute.